Wir möchten euch heute unsere neuen Rennräder vorstellen. Seit einiger Zeit sind wir glückliche Besitzer zweier Canyon Endurace CF-SL7-EDAP. Da Kadi und ich annähernd ähnliche Körpermaße haben wir uns beide für die Größe XS entschieden. Wir haben auch beide die Farbe Frozen Yellow gewählt, gefiel uns einfach besser als das langweilige Einheitsgrau. Das Rad ist komplett mit der neuen SRAM Rifle EDAP AXS Gruppe ausgestattet. Es handelt sich um ein elektronisches Wireless 12-fach Schaltwerk mit 1036er Kassette. Der Umwerfer ist natürlich auch wireless und auch aus der Rifle-Gruppe. Der Akku sitzt jeweils direkt am Schaltwerk und am Umwerfer und kann zum Aufladen in einer externen Ladestation einfach entnommen werden. Die Zweifachkurbel mit Bauermeter hat ein 48er Kettenblatt außen und ein 35er Kettenblatt innen. Lenker bzw. Cockpit ist das Canyon H31 aus Carbon. Der Rahmen des CF-SL7 ist natürlich auch aus Carbon. Die UCI-Norm wird erfüllt. Laufräder sind die neuesten DD Swiss Endurace LN. Mit ca. 1900 Gramm gehört der Laufradsatz leider nicht zu den leichtesten. Hier kann man das Rad auf jeden Fall noch optimieren. Auch wir haben vor, uns einen leichteren Laufradsatz zu kaufen. Die Narbe ist natürlich auch von DD Swiss. Mit dem Sattel erhält man einen Physic Tempo Argo R3. Ein wirklich guter Sattel, aber Sattel ist ja immer sehr individuell. Die Sattelstütze ist wirklich super. Mit der Canyon S15 VCLS 20 CF erhält man das gefederte Topmodell von Canyon. Die Sattelstütze bringt wirklich viel Komfort, ohne dass sich das Rad irgendwie schwammig anfühlt. Die Scheibenbremsen sind natürlich hydraulisch. Aus der Rival-Gruppe mit SRAM Baseline Bremsscheiben mit 160 mm Durchmesser vorne sowohl als auch hinten. Hier auch nochmal die Stickachse zu sehen. Das Bauermeter vom Quark ist übrigens in der linken Kurbel integriert. Reifen sind die neuen Continental GB 5000 SDR in 30 mm Breite. Das Rad ist offiziell für bis zu 30 mm Reifenbreite freigegeben. Wenn man sich den Rahmen anschaut, sollten hier aber problemlos auch 32 mm breite Reifen passen. Hier nochmal ein Blick auf das Cockpit und die Rifle SDIs. Wir möchten euch nun den Leerlauf, das Schaltwerk und den Umwerfer mit Originalton zeigen.
hoffen, unser kleines Video hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben und ride on!